Wagenknecht-Initiative aufstehen. Diese drei Wünsche werden nicht in Erfüllung gehen. Ein Kommentar von Tim Losowski. Du suchst Veränderung? Du siehst, dass in Deutschland Banken und Konzerne herrschen? Du willst dem Rechtsruck etwas entgegensetzen? Vielleicht könnte die neue Initiative Aufstehen etwas für dich sein? Vorsicht! Nicht, dass du als Fußsoldat für eine neue Regierung endest, mit der doch alles noch schlimmer wird. Drei Wünsche, die mit der neuen Wagenknecht-Initiative leider nicht in Erfüllung gehen werden. Wunschtraum Nummer 1. Eine Bewegung wird entstehen. Aufstehen ist keine Bewegung. Punkt. Sie ist eine Kopfgeburt von Politikern, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten in diesem kaputten System mitgemacht, teilweise sogar mitregiert haben. Ganz offen hat das Gesicht der Bewegung Sarah Wagenknecht formuliert, worum es geht. Sie sagt, unser Ziel sind natürlich andere politische Mehrheiten. Für sie ist das eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Mit einer Bewegung hat das nichts zu tun. Es geht vor allem darum, eine politische Dynamik zu schaffen, in der diejenigen, die sich abgerackert haben, dann doch wieder die Macht abgeben sollen, anstatt sie selbst in die Hand zu nehmen. Ein Etikettenschwindel, der ehrlich Empörte zu Fußsoldaten macht. Wunschtraum Nummer 2. Mit dieser Bewegung wird es Veränderung geben. Natürlich kann es sein, dass Aufstehen eine eingeschränkte Dynamik entfaltet, vor allem, weil viele, viele Menschen sich nach einer Perspektive jenseits des Kapitalismus sehen. Doch welche Veränderung könnte diese Bewegung erreichen? Was haben denn die rot-rot-grünen Regierungen in Thüringen und Berlin oder die rot-rote Regierung in Brandenburg bisher gebracht für die Menschen? Sie haben das System weiter verwaltet. Auch hier gibt es Niedriglöhne, Pflegenotstand und rassistische Diskriminierung. Selbst für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Aufstehen zu einer Partei wird, die selbst zu Wahlen antritt, hat die Praxis schon gezeigt, wohin die Reise von solchen linken Sammlungsbewegungen gehen kann. So wurden auch in Griechenland unter dem Banner von Syriza viele linke und teilweise auch antikapitalistische Kräfte vereint. Im Gegensatz zu Aufstehen gab es hier sogar eine wirkliche Grundlage in massenhaften Kämpfen auf der Straße, auf die aufgebaut werden konnte. Doch was ist geschehen, als Syriza an die Macht kam? Innerhalb von wenigen Monaten ist sie vollständig umgekippt. Obwohl das Volk Nein zu den Spardiktaten gesagt hat, haben sie es umgesetzt auf allen Ebenen. Wer nicht bereit ist, die kapitalistischen Grundlagen anzugreifen, wird unter den heutigen Entwicklungsbedingungen des globalisierten Imperialismus zermalmt. Und das will Aufstehen auf keinen Fall. Wunschtraum Nummer 3. Endlich gegen den Rechtsruck. Wer meint, mit Aufstehen könnte der Rechtsruck in Deutschland bekämpft werden, übersieht die offenrechten Parolen, mit der die Schirmherrin Sarah Wagenknecht um sich wirft. Sie will Aufstehen noch nicht mal als links bezeichnen. Anstatt all diejenigen, die unter der kapitalistischen Ausbeutung leiden, zu vereinigen, stachelt sie Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Geflüchtete auf. Auch wenn es sicherlich Kritiker dieser Position in der Allianz geben mag, Wagenknecht wird ihre Anti-Flüchtlingshaltung beibehalten. Kann es ein Zufall sein, dass kein einziger Geflüchteter in den professionellen Videos auf der Website erscheint? Die Wünsche sind richtig, Aufstehen nicht. Bei Aufstehen handelt es sich, wie Thomas Stark bereits richtig umfassend analysiert hat, um eine Querfrontinitiative, die sich für kleine und mittlere Kapitalisten einsetzt, nicht für die kleinen Leute. Darüber dürfen gut gemachte Social-Media-Auftritte nicht hinwegtäuschen. Doch meckern allein reicht nicht. Es geht darum, konkrete Gegenmacht der Arbeiterinnen und Arbeiter aufzubauen und diese untereinander zu verbinden. Seien es Kämpfe gegen Mietwahnsinn, Streiks und Demonstrationen oder revolutionäre Organisationen, welche die aktivsten Kämpferinnen und Kämpfer verbindet. Die strategische Aufgabe, unsere Wünsche zu erfüllen, eine antikapitalistische Bewegung in Deutschland aufzubauen, steht noch vor uns. Wir selbst müssen sie anpacken.